Und somit ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft, meine Lieben. Mein Name ist DavidovichLP und wie immer sind wir hier in unserer kleinen freien Minecraft-Welt, die hier von mir geschaffen wurde. Das ist jetzt der dritte Versuch hier aufzunehmen. Leute, ich bin hier schon wieder gerade am Strecken und Recken und Gähnen. Bisschen Radlerbier am Start hier. Ich kann ja gleich mal eins mal öffnen, bevor wir anfangen, damit ich erst einmal mein Hals ein bisschen spülen kann, wenn ich jetzt mal die Öffnung aufkriegen würde hier. Genau, das ist doch ganz gut hier. So, Prost erstmal. Jawohl. So, meine Lieben. Let's play im neuen Büro. Auf geht's. So, ich habe schon seit längerem nichts mehr gemacht. Letztens, wie ich mich erinnern kann, haben wir hier schon angefangen mit dem Leuchtturm. Und ich glaube mal, dass wir den vielleicht ein bisschen weiterführen können. Ich muss erstmal gucken, was haben wir denn alles im Inventar hier drin. Ach du Scheiße, was haben wir denn alles hier? Haben wir das überhaupt nie aussortiert hier letztens? Da würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal aussortieren müssten hier, ne? Bevor wir hier mit irgendwas anfangen. Mensch, Mensch, Mensch. Also ich habe jetzt wirklich einige Einstellungen gemacht hier. Ich musste erstmal wieder mit meinem Rechner hier klarkommen. Ich habe den hier aufgebaut. Man hat ja quasi wirklich hier von neun hier angefangen, ne? Und da muss ich wirklich mal zugeben, also Leute, ey. Aufbauen. Ja, andersrum gesagt, abbauen, aufbauen. Dann musste ich neue Installierungen machen. Und, ach kommt. Das war ein Hin und Her. Höhle bauen. Ah ja, gut, dass ich es dahingestellt habe. Dass ich es nicht vergesse. So, ich hoffe, dass der Ton einigermaßen gut ist. Dass es nicht zu laut und auch nicht zu leise ist. Das wäre nämlich fatal. So. Rülpsen darf ich auch nicht. Wenn, da kann ich es nicht ändern. Ich stöße schon wieder auf, obwohl ich noch gar nicht angefangen habe. So. Was haben wir denn hier? Achso, rote Wolle haben wir ja noch hier. Okay. Lehm haben wir ja auch noch. Wo sollen wir denn das ganze Lehm hinschmeißen? Sag mal, ach, um Gottes Willen. Kohle haben wir auch noch. Wo haben wir denn die Kohletruhe? Die ist, glaube ich, unten. Müssten wir gleich mal unten gucken gehen. Mensch, ich höre mich irgendwie so leise hier auf den Kopfhörern. Das ist irgendwie ungewohnt hier. Kann mir mal einer sagen, warum das so ist? Stein, was ist denn das für Stein? Dieses Stein ist das. So. Wir hätten das eigentlich in der letzten Folge schon machen können mit dem Aussortieren. Dann machen wir es halt jetzt. Und ich hoffe mal, dass es nicht eine ganze Folge in Anspruch nehmen wird. So, ist das auch Eichenholz? Genau. Birkenholz ist hier. Genau. Machen wir gleich mal eine kleine Aufräumaktion hier. Sand haben wir jetzt noch. So, Setzlinge haben wir hier. Was sind das für Setzlinge, die wir jetzt hier haben? Eichensetzlinge. Hätte ich eigentlich so sehen müssen. Und Sand haben wir ja auch noch irgendwo in der Truhe, ne? Also wir müssten hier echt mal weitermachen, ey, mit dem Ganzen, dass wir hier ein bisschen Überblick bekommen. Weil das geht ja langsam nicht mal so weiter hier. Man rennt ständig hin und her hier und man weiß nicht wohin und was man hier noch machen soll. Glasstöcke. Wo ist denn hier Sand? Ich kann mich daran erinnern, ich habe glaube ich eine Sandruhe gemacht. Ich frage mich jetzt, wo es wohl hier ist. Ich bin bestimmt schon vorbeigelaufen, mitten. Stöcke, Glas, Schilder, Zäune, Papier, Lapis Lazuli, Spitzhacke, Äxte, Kohle, Feuerstein, Redstone, Obsidian. Mauer. Steinstufen. Habe ich es irgendwo eingeschmissen, weil ich da gar nicht gekennzeichnet habe? Das kann natürlich auch sein, ich habe keine Ahnung. Da heißt es, dass wir jetzt mal in diesen Folgen mal ein bisschen System reinbringen müssen oder reinbringen sollen. Habe ich hier vielleicht irgendwo Sand? Hier ist Sand. Warum liegt hier der Kies drin? Das ist mir ein Rätsel. Aha, ich habe es ja gerade da reingeschmissen, so dumm wie ich war. So. Das ist Sandstein. Ich hatte irgendwo eine Verschiebenbox gehabt, genau.
den Rest, den ich jetzt nie irgendwie verwerten kann, da kommt erstmal in die verschiedenen Box rein. Und da können wir immer noch uns da was rausholen. So, Axt haben wir, Spitzhacke und die Schaufel, die kann ich noch erledigen hier. Was haben wir noch so? Jetzt habe ich gerade geschnieft, tut mir leid. So. Fackeln brauchen wir es erstmal nicht. Und unten haben wir noch ein paar Schaufeln, glaube ich. Ne, no, nee, die haben wir, glaube ich, oben. Ne? Haben wir die oben oder unten? Ne, Schwerter haben wir hier. Schaufeln. Nehmen wir mal zwei hier mit. Sicher ist sicher. Und bei den Schafen müssten wir, glaube ich, noch eine Schere noch dabei haben, ne? Ich würde da schnell mal hinwollen, zu den Schafen, die wir uns hier schon ein bisschen angezüchtet haben. Vielleicht können wir uns da hier noch ein bisschen was nehmen. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was ändern. Ändern, rendern. So, zu. Hier waren wir. Genau, hier sind die Schafe. Aber komischerweise habe ich jetzt... Ach so, ja, das sind ja meine anderen Schafen, genau. Egal jetzt, wir machen das dann schon noch. Vielleicht setze ich auch den Leuchtturm woanders hin, ich weiß es noch nicht. Mal sehen, wie ich mich entscheiden werde. So, was haben wir hier gemacht? So, hier haben wir uns da unten gegraben hier. Okay, 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 ich vergaß. So, Melonen sind auch wieder gewachsen, das ist sehr schön. Und jetzt fangen wir mal langsam an. Hier, da oben ist Beata die Kuh und die macht Mu und ihr... Ich sag's jetzt mal nicht weiter. So. Machen wir es mal hier auf. Wir wollen uns mal ein bisschen Birkenholz holen hier. So, Bäumeabtrageprogramm. Man kennt es ja. Es ist wirklich ein bisschen zu leise hier, finde ich. Aber es wird schon funktionieren, denke ich mal. Man ist eigentlich schon so dran gewöhnt, denke ich jetzt mal. Weil ich habe eigentlich nie viele Einstellungen verändert jetzt hier. Boah. Das war jetzt natürlich sehr gut, Davido. Dass du jetzt hier in die Tiefe gefallen bist. Du warst noch gar nicht fertig gewesen, denn diese Birke da oben abzutragen. Und da ist es jetzt ein bisschen schlecht gewesen, dass du jetzt hier runtergefallen bist, mein Lieber. Na, warum ist das schon? So, haben wir das schon mal. Jetzt nehmen wir uns den. Dann sind wir in die Tiefe gefallen. War nicht weit, aber trotzdem. Hat schon ein bisschen was. Naja, hat schon ein bisschen wehgetan. Aber geht schon. So. Kohle. Aua, schon wieder wehgetan. Länger draufhalten, der Video. Dankeschön. Geht schon wieder gut los heute, ne? Ja, mag das auch, ne? So, die Schaufel natürlich auch dabei. So, und dabei kann ich mir überlegen, was ich mir dann noch vorbereiten könnte. Wird schon alles werden, keine Sorge. So, das haben wir schon mal hier. Jetzt können wir noch weiter. Das macht das nie wieder, Junge. Jetzt können wir weiter noch die Kohle abtragen hier. Was wir haben, haben wir. Ganz klar. Oh, so viel zu erzählen gibt es eigentlich nicht. Außer, dass ich erstmal ziemlich froh bin, wieder Zeit gefunden zu haben zum Aufnehmen. Wie gesagt, ist ja auch schon eine ganze Weile her, wo ich jetzt mal nichts gemacht habe. Leider Gottes. Ich bin gekränkt langsam. So. Wie die Zeit vergeht. Fängt doch gleich wieder die neue Folge an. So, hier wollten wir auch noch weiter bauen, fällt mir gerade ein. Wird dann schon alles mit der Zeit. Na, das könnte man eigentlich auch mit Wolle so ein bisschen machen hier, dass es solche kleinen Häuschen werden hier. Das wäre schon ganz cool eigentlich, ne? Vielleicht das Häuschen hier noch ein bisschen umbauen. Naja, mal gucken, was die Zeit so bringt, ne? Mal gucken, was die Zeit so bringt. Ja, ist auch wieder schön gewachsen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.